Hallo, lieber Hörer, du bist der Held in deiner Welt, Coaching-Podcast mit mir, Uwe Pettenberg. 20 Jahre Coaching-Know-how jetzt für deine Ohren. Heute mit der Folge, die Wahrheit über deine Persönlichkeitsentwicklung. Sehr, sehr spannend. Viel Spaß damit. Hallo du Heldin, hallo du Held, herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Wahrheit über Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist ein ganz, ganz, ganz prekäres Thema. Denn ich bin ja selbst Coach und Trainer und bilde ja selber auch sogar Coaches aus. Aber genau deshalb liegt mir das Thema so am Herzen, weil es gibt da ganz, ganz viele Missverständnisse, die ich hier mit diesem Podcast, mit dieser Podcast-Folge einmal auslöschen möchte oder zumindest zum Denken anregen möchte. Bestimmt hast du wie viele meiner Teilnehmer, meiner Klienten viel gelesen, gesehen und das ist auch wichtig und richtig. Die Zeiten verändern sich und wir wissen ja alle durch die digitale Welt, nicht zuletzt auch durch so einen Podcast, den du jetzt auch gerade hörst, merkt man ja, dass Wissen überall verfügbar ist und mit diesem Wissen gibt es auch ganz, ganz viele Versprechen in jeglicher Form, also was du alles erreichen kannst und wenn du nur positiv denkst, dann ist alles gut und dann wird dein Leben auch gut. Und das ist so ein bisschen das ist alles möglich, die alles ist möglich Lüge. Das finde ich sehr, sehr seltsam, was da so am Markt passiert. Da wird ganz viel versprochen. Und früher gab es ja auch da so Mentaltrainings, die immer gesagt haben, Mensch, wenn du positiv denkst, dann verändert sich etwas. Ist nur schwierig, wenn du 2, 3, 4 Gedanken am Tag positiv denkst und möchtest dich verändern in eine gewisse Richtung. Aber man weiß ja, dass wir Menschen ca. 60.000 Gedanken pro Tag denken. Und wenn da, keine Ahnung, 55.000, die eher negativ sind, weil sie sich um Probleme kümmern, um Lösungen kümmern, dagegen stehen, dann ist positives Denken ziemlich schwierig. Also so einfach geht das nicht, indem man letztendlich nur liest. Ich bin selber Autor. Im Herbst erscheint wieder ein weiteres Buch von mir und im Frühjahr 2019 auch noch. Im Herbst übrigens ein wunderbares Lesebuch für Erwachsene. Das geht um die Stand-Up-Coaching-Formel. Aber das nur ganz nebenbei. Die Bücher sind geduldig, Papier ist geduldig. Das hört der Verlag vielleicht nicht gerne, aber ich habe noch nie jemanden erlebt, der alleine mit einem Buch jetzt zur perfekten Selbsterfahrung gekommen ist. Aber wo will ich eigentlich hin? Ich weiß jetzt nicht, wo du diesen Podcast hörst. Vielleicht fährst du gerade im Auto oder bist sozusagen mit Earphone irgendwie gerade im Aufzug oder gehst spazieren oder sitzt zu Hause etc. Ganz lieben Dank auf alle Fälle dafür, dass du überhaupt hörst. Das finde ich ganz, ganz lieb von dir. Und das ist jetzt wichtig, wenn du einfach so mal um dich schaust, was gerade in diesem Moment ist. Und wo bist du gerade? Was siehst du da um dich herum? Was ist da gerade? Ist vor dir vielleicht ein Fernseher oder ein Radiogerät oder sind dort andere Menschen oder was auch immer. Nimm das einfach mal wahr. Und du bemerkst, wenn du das alles wahrnimmst, in einer gewissen Achtsamkeit, merkst du ja auch, was dich stört und was dir gefällt etc. Das ist das Hier und Jetzt. Und wenn wir genau darüber nachdenken, jetzt in dem Moment, wo ich dir frage, wissen wir beide überhaupt nicht, was die Zukunft bringt. Im Grunde genommen ist all das, was vor uns liegt, nur eine pure Spekulation. Weder du noch ich wissen, was jetzt in 5 Minuten passiert, was in 2 Tagen passiert, was in 1 Jahr passiert oder was auch immer. Es sind alles nur Spekulationen, die auf alten Erfahrungen beruhen. Entschuldigung. Also geht da so eine Idee raus, und das hast du vielleicht auch schon mal gehört von dem Herrn Eckhart Tolle, der das jetzt so propagiert, dass du im Grunde genommen tatsächlich nur im Jetzt agieren kannst. Du kannst die Vergangenheit wie einen Rückspiegel sehen und sie betrachten. Und natürlich macht die Vergangenheit das aus, was du heute bist. Und die große Frage ist auch, das ist ja im systemischen Arbeiten bei mir ein ganz großes Thema, welche Gummibänder ziehen dich da zurück in die Vergangenheit
Und was beeinflusst dich da? Was ist das, was du vielleicht für jemand anderes tust, für Mutter und Vater oder eben nicht für andere tust, wenn du bewusst anders werden willst und so weiter. Im Systemischen gibt es ja da ganz, ganz viele Ansätze und Fragen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, darum geht es auch gar nicht. Aber du siehst, wenn du allein die Frage von mir hörst, dass es sozusagen nur ein Gedanke ist, ein Gedanke an gestern. Also sind alte Erfahrungen, die sind nicht im Hier und Jetzt. Wenn ich dich zu deinen Eltern frage, wenn ich dich zu deiner Kindheit frage, zu deiner Jugend, dann ist es alles gestern. Es ist auf der Leinwand des Gestrigen. Es ist nicht aktuell. Und diese Erfahrungen von gestern, die beeinflussen deine Gefühle. Selbstverständlich. Ja. Aber verändern kannst du es letztendlich nur im Hier und Jetzt. Keiner von uns kann in die Zukunft blicken. Keiner von uns kann sagen, was morgen, was übermorgen passiert. Ich mag dir da mal ein Beispiel geben, weil den Podcast, den habe ich mir heute so schön auf dem Fahrrad ausgedacht und das Folgendes passiert. Du weißt vielleicht, wenn du mich etwas näher kennst, ich bin ja begeisterter Mountainbiker und ich habe mir heute eine wunderbare Tour vorgenommen. Es ist Sonnenschein. Als Freiberufler kann ich das ja machen. Ich habe oft auch Wochenendtermine und so bin ich unter der Woche auch glücklicherweise im Wald unterwegs. Und ich habe mir eine wunderschöne Tour herausgesucht. Ich habe mein bestes Fahrrad aus dem Stall geholt. Ich habe, und das war spannend, ausnahmsweise sogar so eine richtig kleine Werkzeugbox mitgenommen, weil ich gedacht habe, die Tour, die so lange ist, könnte sein, dass ich vielleicht das eine oder andere brauche, zumal ich das Fahrrad ein bisschen optimiert habe über den Winter und vielleicht ist die ein oder andere berühmte Schraube ja locker. Und dann ist Folgendes passiert, ich bin 25 Kilometer gefahren und plötzlich bemerke ich, dass ich hinten einen Platten habe. Es kommt leider bei dem Fahrrad nicht zum ersten Mal vor, da stimmt irgendwas mit der Felge nicht, das habe ich aber so gar nicht geplant. Gut, jetzt war die neue Planung, dass ich mir vornehme, den Reifen zu wechseln. Ich hatte einen Schlauch dabei etc. Und dann ist das Krasseste passiert, was mir seit langem passiert ist. Der Reifenheber nennt man das. Das ist so ein Kunststoffteil, wo man den Mantel von der Felge zieht. Der ist beim ersten Hebel auseinandergebrochen. So. Also ging gar nichts mehr. Ich habe den Reifen nicht runtergebracht. Das heißt, ich habe ihn dann doch irgendwann mal runtergebracht, aber ich konnte nicht mehr montieren und habe auch festgestellt, dass der Schlauch sozusagen so defekt ist, dass ich da gar nichts machen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist das Abenteuer Mountainbike heute gewesen und das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich hatte es viel schöner, viel wunderbarer geplant, aber letztendlich bin ich genau da dann hängen geblieben und musste mit der Situation umgehen. Und das kennst du garantiert auch. Egal, ob du bei dem Kunden bist oder ob du mit deiner Beziehung in der Beziehung sprichst, du nimmst dir etwas vor und stellst dir was ganz anderes vor. Du kannst letztendlich nur reagieren. Und meine Idee, meine Empfehlung meiner ganzen Persönlichkeitsentwicklung, meiner ganzen Kurse, du bist der Held in deiner Welt, geht dahin, dass du dich für das Jetzt stärkst, dass du in deine Kraft kommst, dass du sozusagen die beste Qualität erreichst in deinem Leben, indem du, und jetzt ist es ganz wichtig, deine Gefühle wahrnimmst in diesem Moment. Wenn du die Fähigkeit hast, Gefühle wahrzunehmen, deine Emotionen wirklich darzustellen, dann bist du 95% aller Mitmenschen überlegen, die einfach nur irgendwie reagieren. Das klingt jetzt vielleicht ganz seltsam an der Stelle, dass du deine Gefühle wahrnehmen sollst. Wir bekommen das immer so affektiv vielleicht ganz schnell mit, aber wirklich wahrzunehmen, zu sagen, Mensch, wie heute jetzt im Wald mit dem Fahrrad, ich bin echt wütend. Ich habe mir das total anders vorgestellt und wie kann ich jetzt reagieren? Ich kann jetzt das Fahrrad sozusagen peinigen, den Berg runterschmeißen. Oder ich gehe irgendwie anders um, ich gehe kurz spazieren und nutze den Wald, das habe ich dann auch gemacht, ich habe mich hingesetzt, meine Frau Nina hat mich freundlicherweise abgeholt und bis sie das getan hat, habe ich einfach ein bisschen meditiert. Also das geht dann, ich kann aber auch nur wie du letztendlich im Moment agieren. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielleicht magst du nochmal hinblicken, wo du jetzt gerade bist, ob du im Auto bist, was du wahrnimmst, ob du vielleicht im Bett sitzt, keine Ahnung, oder im Aufzug fährst, wie gesagt, du da spazieren gehst im Wald. Ich weiß es ja nicht. Aber was nimmst du da gerade wahr? Was siehst du im Außen und wie fühlst du dich? Benenn das mal. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, zu benennen, wie es dir gerade geht. Das Einzige, was du tun kannst, ist wirklich im Hier und Jetzt zu fühlen. Sonst hast du keine Chance.
Also alles andere ist letztendlich nicht möglich. Du kannst nur durch die Steigerung der Qualität deiner Gefühle die Zukunft insofern beeinflussen, das wusste Dale Carnegie ja schon, wenn du lächelnd in die Welt hinausgehst, dann wird dir ein Lächeln geschenkt. Dann wird sich auch was verändern, dann werden Projekte auch leichter laufen. Aber du kannst die Zukunft nicht beeinflussen. Und das ist die Wahrheit über Persönlichkeitsentwicklung. Alles andere ist Lüge. Vergiss es, dass du durch irgendwelche sonstige Energien oder Magien etc. die Zukunft beeinflussen kannst. Du bist ein Energiekörper und du kannst dich selber einjustieren, indem du deine Gefühle kennenlernst und dadurch wirkst du. Das ist die Wirklichkeit in dir. Das ist der große Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist das, was in dir wirkt, was in mir wirkt, was ich wahrnehme. Und die Wahrheit ist das, was wissenschaftlich erwiesen ist. Ich habe dir mal so ganz ein passendes Beispiel. Wenn wir beide uns jetzt persönlich treffen würden und wir gehen raus auf die Straße, dann hat es vielleicht da, keine Ahnung, XY Grad. Das kann man faktisch messen, das ist die Wahrheit. Und das ist auch in Ordnung so letztendlich. Aber ob du jetzt schwitzt dabei oder ob ich friere, das ist unsere Wirklichkeit. Und wenn du jetzt schwitzen solltest, weil du vielleicht vom Joggen zurückgekommen bist und ich friere, weil ich vielleicht erkältet bin oder umgekehrt, dann brauchen wir uns gegenseitig nicht das Schwitzen oder das Frieren erklären. Und das ist das Phänomen. Da sind wir wieder bei der Wirklichkeit, was jetzt gerade wirkt. Und ich würde dich jetzt gerne mal kurz begleiten mit meinem Stand-Up-Coaching. Das ist so ein wesentlicher Bestandteil, dass du bist der Held in deiner Weltprozesses, dass du wahrnimmst im Hier und Jetzt, wie es dir jetzt in diesem Moment gerade geht und was du damit machen kannst. Also ich lade dich ein, deine Gefühle, deine Emotionen jetzt mal ganz deutlich zu benennen. Starten wir mit dem Stand-Up-Coaching. Vielleicht magst du dir mal eine Situation herauspicken. Eine Situation, die dich nervt, die dich stört die ganze Zeit. Oder vielleicht auch eine Situation, die du jetzt gerade hast. Oder sogar eine, die du vor dir hast. Oder du nimmst die, in der du dich jetzt gerade befindest. Das spielt gar keine Rolle. Und die Frage an dich ist, was glaubst du über dich? Was glaubst du jetzt oder was glaubst du in dieser Situation über dich? Nicht über die Situation. Was glaubst du über dich? So ein Glaube kann zum Beispiel sein, ich glaube, ich schaffe es nicht oder ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht so wertvoll wie andere oder was auch immer etc. Also, was glaubst du über dich? Und wenn du diesen Glauben hast, was ist dann deine größte Befürchtung? Was ist deine größte Angst, wenn du diesen Glauben verspürst? Und wenn du diese Angst, diese Befürchtung hast, das könnte zum Beispiel sein, ich schaffe es nicht oder ich gehe unter oder ich werde nicht beachtet oder wie auch immer, ich muss noch mehr tun, dann kannst du dich fragen, wie du dich verhältst, wenn du diese Befürchtung hast. Wenn du diese Angst, diese Befürchtung hegst, wie verhältst du dich? Was ist dein Tun? Und das ist spannend, du wirst merken, dass es ein Tun ist, das du schon immer an den Tag legst. Also entweder du arbeitest noch mehr oder du erstarrst oder du ziehst dich zurück etc. Das sind so die Klassiker. Und dann frage ich dich, das war jetzt sozusagen der Teil der Selbstbeobachtung, dann frage ich dich, woher kennst du diese Idee, dieses Verhalten aus deiner Kindheit? Da gibt es eine Situation deiner Kindheit, die ähnlich damit zu tun hat. Oder etwas Ähnliches verkörpert. Ich lade dich ein, das mal wahrzunehmen. Und wenn du die Situation hast, dann frag dich mal, was du damals gebraucht hättest. Vielleicht Liebe, Zuneigung, Verständnis oder was auch immer. Und wenn du das hast, dann stell dir bitte wieder das kleine Mädchen, den kleinen Jungen neben dir vor. Also ich sage, stell dir wieder vor, weil ich das oft im Podcast schon gemacht habe. Das ist ja sozusagen ein Einstiegsprodukt in unserem Coaching. Deswegen sehe mir nach, wenn ich sage, stell dir wieder vor. Also stell dir das kleine Mädchen, den kleinen Jungen neben dir vor, der du früher mal warst. Vielleicht im Alter von 6, 7, 8 oder 9 Jahren. Und dann sag ihm mal, du liebes kleine Mädchen, du lieber kleine Junge, dann nimmst du auch deinen Namen voran. Du bist das Beste und Wichtigste, was ich habe in meinem Leben. Die beste Freundin, der beste Freund und die größte Liebe. Und
Bei mir kannst du sicher sein, dass du zum Beispiel sicher bist, dass du geborgen bist, dass du gehört wirst. Ich liebe dich. Und du kannst auch das einsetzen, was du eben damals in dieser Kindheitssituation gebraucht hättest, was du dir gewünscht hättest. Setz es einfach ein. Also Anerkennung, ich erkenne dich an oder was auch immer. Und du wirst sehen, das verändert sich etwas bei dir. Und jetzt schau mal, was sich da in deinem Körper regt, wo du vielleicht ein gutes Gefühl fühlst. Was kannst du da genau wahrnehmen? Wo in deinem Körper nimmst du es wahr? Und dann geh mal mit diesem guten Gefühl, mit diesem warmen Gefühl in die Ausgangssituation zurück. Und es kann sein, wenn du sagst, Mensch, ich bin noch ein bisschen traurig, ich merke jetzt, ich bin ein bisschen angefasst, dann sag auch zu deinem kleinen Mädchen, dem kleinen Jungen, ja, du darfst auch traurig sein. Bei mir darfst du traurig sein, bei mir darfst du auch weinen. Und dann geh auch mit diesem Gefühl, wir sehen, es verändert sich, einfach in die Ausgangssituation zurück. Und dann guck mal, lass dir mal Zeit, zu erkennen, was sich in der Ausgangssituation alles verändert. Was passiert da? So, und das war das Stand-Up-Coaching, kurz und knackig in wenigen Minuten, aber du siehst, du kommst ganz eindeutig auf deine Gefühle. Das ist der Zugang zu deinem inneren Wesen, zu deinen Seelenanteilen, zu deinem kleinen Mädchen, deinem kleinen Jungen und zu der verletzten Kinderseele. Denn wir alle haben Verletzungen aus der Kindheit, da müssen die Eltern gar nicht sonderlich böse gewesen sein, sondern das sind oft Missverständnisse. Und wir alle leiden darunter. Und das ist das, was ich meine, wenn du jetzt deine Gefühle verdeutlicht hast, wenn du jetzt weißt, wie du fühlst, dann wirst du Herrscher über deine Gefühle, du wirst der Held in deiner Welt, weil du weißt, wie du dich fühlst und was du damit in deiner Wirklichkeit auch verändern kannst. Und sei jetzt bitte nicht traurig. Wenn du traurig bist, dann nimm auch das wahr. Weil wir wollen oft Gefühle, die ungut scheinen, vermeiden, wie Trauer, Scham oder Wut oder was auch immer. Aber es ist wichtig, dass wir uns da einschätzen können. Und je besser wir uns kennen, desto vollständiger werden wir. Und desto besser können wir agieren. Und desto weniger bringen uns andere Menschen aus dem Konzept. Und ganz, ganz wichtig, desto weniger können uns andere Menschen einfach so beeinflussen. Also, die Einladung an dich: Werde dir über deine Gefühle bewusst. Wenn du weißt, wie du tickst, wenn du über deine Gefühle Bescheid weißt, deine Emotionen, ich darf mich wiederholen, da bist du 95% deiner Mitmenschen voraus, weil die meisten Menschen, und glaub mir, das kann ich gut beurteilen, wissen mit ihren Gefühlen nicht wirklich umzugehen und handeln im Affekt, also affektiv. Und das erlebe ich immer bei meinen Klienten. Du bist in dem Kurs, du bist Held in deiner Welt. Wenn diese kommen, da ist ein großer Schritt schon getan, weil einfach so ein Bewusstsein herrscht, dass etwas verändert werden muss. Und da sind die Gefühle schon zum großen Teil zumindest benannt. So, in diesem Sinne, ich hoffe, mein Podcast, die Wahrheit über Persönlichkeitsentwicklung, hat dir gefallen. Wenn du jemanden kennst, den das Thema auch interessiert, freue ich mich, wenn du diesen Podcast weiterempfehlst. Wenn er dir gut gefallen hat und du mich bewerten möchtest, mach dies bitte mit 5 Sternen. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Wenn du mit mir in Kontakt aufnehmen möchtest, schreibe mir unter uwe.pettenberg@pettenberg.de oder kontaktiere mich auf Facebook oder Instagram und gerne auch mit Kommentar. Ich freue mich, wenn du auch hier drunter im Podcast einen Kommentar schreibst oder wie gesagt in Instagram und Facebook mich kontaktierst. Auf www.pettenberg.de erfährst du alles über kommende Kurse, über Ausbildungen, insbesondere über die Formate. Du bist der Held in deiner Welt. Also genau das solltest du bitte auch nicht vergessen. Du bist der Held in deiner Welt und noch heldiger und heldenhafter wirst du, wenn du deine Gefühle benennen kannst. Das wünsche ich dir von Herzen. Danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören, danke für dich. Ich hoffe, bis bald. Alles Liebe für dich. Tschüss.